Ein weiteres Jahr geht zu Ende und ich denke mal, man kann schon behaupten, dass 2020 ein Jahr war mit ganz ungewohnten Herausforderungen und geartigen Herausforderungen. Und wo wir Herausforderungen sind, hat dieses Jahr echt ganz gut in sich gehabt. Ich habe mal so ein bisschen was überschlagen. Ein bisschen im Haken, weil ich glaube ich noch zu viel mit dem Browser offen habe. Aber es ist ja nur ein kleines Ding, ist ja kein wirklich großartiges Video. Also jetzt keins, wo wir selber fahren, meine ich jetzt. Genau, aber pro Herausforderungen, dieses Jahr war auch echt stark. Für mich, für den Kanal. Zwei Milestones so gesehen wurden mehrfach gebrochen. Soweit ich mich erinnere, war der Oktober so der beste Monat. Also gut, da war ich auch deutlich mehr am Hochladen. Jetzt kamen 54 Videos. Und habe dementsprechend in dem Monat auch noch einen neuen Rekord aufgestellt, was Likes betrifft. Diesen Rekord habe ich dann 3 Monate später, jetzt im Dezember, sogar nochmal gebrochen. Genau, im Oktober waren es in Anführungszeichen nur 82. Mittlerweile sind wir bei 93. Wo wir jetzt auch schon bei Upload sind. Dieses Jahr habe ich, dieses Jahr, boah, das Jahr 2020 war das drittbeste Jahr, wenn ich das jetzt so, zumindest das drittbeste von den letzten 5 Jahren. Davor war es, glaube ich, nicht ganz so gut. Auch nicht wirklich viel besser, ich glaube. Insgesamt auch Top 3 der Jahre, der besten Jahre. Und ich habe letztes Jahr, oder in diesem Jahr, also im Jahr 2020, habe ich 1370 Videos hochgeladen. Kommt das überhaupt hin? Also zuerst natürlich auch noch dann Streams und so weiter und so fort. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Das werden, na, das kann nicht sein. Das werden fast 4 Videos durchschnittlich täglich. Das ergibt irgendwie wenig Sinn. Aber die Anzeige ist auch gefühlt viel zu hoch. Vor allem, ich kann nicht 1370 Videos hochgeladen haben, wenn ich gerade mal insgesamt weniger bin. Bei knapp 2000. Das kommt nicht hin. Also, ich vermute mal, eher auf 370 Videos. Wobei, ja, who knows, who knows, who knows. Kannst du aber wie gesagt nicht sagen, weil zumindest diese Anzeige mir das nicht zeigen würde. Ich kann noch mal kurz gucken, ob ich das bei TubeBuddy finde. Ob es da vielleicht angezeigt wird. Auf jeden Fall war es ein sehr, sehr, ja, auch spielelastiges Jahr, auch viel mehr Strategie und so weiter und Aufbauspiele. Da wird es auch wieder dazu kommen, dass es wieder welche geben wird. Beispielsweise wurde hier auch City Skylines habe ich ja auch mehr oder weniger wieder eingestellt. Beziehungsweise aufs Eis gelegt erstmal, genauso wie Anno. 22.05. Da wird es im nächsten Jahr, denke ich mal, auf alle Fälle würde ich in City Skylines wieder reinschauen. Vielleicht das Projekt ein bisschen umstellen. Für Anno 22.05 habe ich, glaube ich, sogar noch Material. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich wieder mit. Genau, City Skylines werde ich wieder zurückbringen. Mal gucken, vielleicht werde ich jetzt auch ein bisschen umändern, dass wir nicht allzu viel Durchlaufzeit haben. 21.05 werde ich auch fortsetzen. Ich bin überlegen, ob ich zumindest ein bisschen von Railway Empire wieder ein bisschen aufnehme. Da gab es glaube ich auch schon 8 Videos auf dem Kanal, aber das war es dann auch gewesen. Und ansonsten, eventuell gibt es noch andere Spiele. Ansonsten Transport FIFA werde ich wahrscheinlich, ja, relativ frühzeitig im Januar beenden, das Projekt Dreifußland.
Einfach weil wir damit sowieso schon so gut wie durch sind, mit den Achievements und so weiter und so fort. Und ich mich dann doch lieber auf Transport Fever 2 fokussieren möchte, beziehungsweise nur noch auf die Kampagnen von Transport Fever und halt sonst auch Transport Fever 2. Da wird es auch deutlich aktiver das Jahr weitergehen. Ich sitze gerade noch an einem Skript, damit ich das Projekt wirklich fortsetzen kann, weil es ja auch ein neuartigeres Projekt ist und dafür fehlt mir gerade noch aktuell das Skript, um mal das Grundgerüst zu haben für diese besonderen Videos. Weil sobald das steht, ist auch dahingehend mit aktiveren Videos zu rechnen. Hab auch echt Bock drauf. Bin mal gespannt, wie euch das bei euch ankommt. Ich denke mal, selbst wenn ich das Skript vorbereite, werde ich das Skript noch mehr früh bearbeiten müssen. Wo wir gerade bei Zügen sind, Train Simulator 2 wird es natürlich auch weiterhin geben. Da werde ich da habe ich jetzt genügend Platz auf der Festplatte. Da kann ich auch genügend jetzt im Voraus aufnehmen, dass ich halt nicht nur aufnehmen, auch direkt schon rendern. Direkt auch schon editieren und rendern. Das ist nämlich das Wichtigste. Aufnehmen kann jeder, aber rechtzeitig rendern ist dann wieder was anderes. Famous Simulator könnte es eventuell, also Famous Simulator gibt es natürlich mindestens ein Video im Jahr 2021, das letzte Video von der Neujahrsexpress-Tour. Wenn ihr mehr von Famous Simulator sehen wollt, auch nochmal an dieser Stelle, könnt ihr gerne das in die Kommentare schreiben und auch Vorschläge machen, inwiefern ihr mehr Videos davon sehen wollt, was ihr davon sehen wollt und so weiter und so fort. Es wird im neuen Jahr auch, ich lege es mir jetzt schon mal drauf fest, es wird im neuen Jahr auch, um mal bei TML Studios zu bleiben, wird es im neuen Jahr auch Tourist Bus Simulator geben und sofern es wirklich rauskommt im Early Access, dann auch The Bus, dem neuen Spiel von TML Studios, dem neuen Bus Simulator, obviously, wo man in Berlin rumfährt. Das habe ich auf alle Fälle auch auf dem Kika. Dann wird es natürlich auch weiterhin im neuen Jahr noch Bus-Simulator 18 geben, um endlich alle Missionen abzuschließen. Dafür werde ich auch nochmal ordentlich reinbuttern müssen, was zeitlich betrifft, also das Zeitliche betrifft. Dann wird es natürlich im neuen Jahr auch Bus-Simulator 21 geben. Bus-Simulator 21 wird dann spätestens Bus-Simulator 21, besser gesagt, wird dann den Bus-Simulator 18 ablösen, sprich, sobald Bus-Simulator 21 draußen ist, egal ob ich Bus-Simulator 18 in Anführungszeichen, was jetzt die Mission betrifft, die Standardmission, ob ich das bis dahin durchgespielt habe oder nicht, wird egal sein. Ab Bus-Simulator 21 wird es dann Bus-Simulator 18 nicht mehr geben, sondern nur noch Bus-Simulator 21. Und weitere wird es natürlich auch weitere Pack-Openings und so weiter geben. Klar, im neuen Jahr werde ich auch wahrscheinlich ausweiten auf ein paar andere Spiele. Beispielsweise World of Tanks könnte man, World of Tanks sage ich schon, World of Warships könnte man eventuell machen, dass man dann einmal im Monat oder irgendwie alle Kisten öffnet oder so. Und ansonsten wird es natürlich auch weitergehen mit Euro Truck Simulator 2, sowohl der Staffel als auch den Livestreams, wobei die Livestreams sind dann ja eher World of Trucks Event bedingt. Ebenso American Truck Simulator, da wird es auf alle Fälle, ich befürchte bei American Truck Simulator befürchte ich, wird es noch lange Livestreams geben. Und mit befürchte meine ich eigentlich hauptsächlich, weil wir die neue Staffel noch einfach nicht beginnen können, da es halt diverse Mods noch nicht gibt, die einfach immer noch nicht geupdatet wurden. Was echt unfassbar belastend ist. Aber gut, ist dann halt wie es ist. Genau, weil einfach von der Staffel nicht genügend Sachen da sind. Und wo wir bei Livestreams sind, das wird natürlich auch deutlich mehr Livestreams geben im neuen Jahr. Auch vor allem im Januar wird es einige Derail Valley Livestreams geben. Einfach um den Schnee noch ein bisschen mitzunehmen, der ja gerade auf den Schienen liegt. Und von den Derail Valley Livestreams werde ich natürlich auch wieder die Szenen rausschneiden, die Touren rausschneiden. Und es wird auch
Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass es auch im neuen Jahr mehr Livestreams geben wird von MMORPGs. Welche das sind, da lasst euch mal überraschen, da bin ich mir selber noch gar nicht mehr ganz so sicher, wiefern ich da wirklich die Fähigkeiten an. Okay, was hat die Fähigkeiten? Die Fähigkeit besitze, mich in das Building-System reinzufuchsen. Ansonsten kann ich eigentlich nur noch Danke sagen an dieser Stelle. Danke für dieses geile Jahr. Danke für jeden Einzelnen, der zugeschaut hat, der geliked hat, der überlegt hat, auf Abonnieren zu drücken, der kommentiert hat und der einfach mit dabei war. 2021 wird ein neues Jahr, wahrscheinlich noch mit alten Lasten. Aber auch diese werden wir meistern. Wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, was ihr gerne sehen wollt, was Verbesserungsvorschläge habt und sonstiges, schreibt sie, lasst es mich gerne wissen, indem ihr es in den Kommentaren schreibt. Joint auch dem Community Discord, auf dem aktuell, sag ich jetzt mal, 4 Leute vertreten sind. Aktuell ein Community-Kanal ist von 4 YouTubern / Streamern. Allerdings wird auch der Discord weiterhin umgestellt, der ja erst ursprünglich nur ein komplettes kleines Community-Discord-Ding war, aber jetzt zu einem größeren Community-Discord aktuell umgebaut wird. Da wird es aber auch im Jahr 2021 nochmal ein zusätzliches Video zu geben, nochmal ein zusätzliches Info-Video. Ansonsten schaut gerne nochmal, schaut doch gerne dort mal vorbei. Discord-Link ist wie immer in der Beschreibung vom Video verlinkt. Sollte der Link mal nicht funktionieren, dann gibt es einen neuen und ihr müsst auf ein neues Video gucken. In dem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert nicht zu heftig, lasst es euch gut gehen und dann sehen wir uns in aller Frische mit neuer Stärke wieder im neuen Jahr, im Jahr 2021.